haben sie sich auf ein Unentschieden, auf ein 2:2 geeinigt. Gurski spielt mit der Uhr. Er will Zeit gewinnen durch diese ruhige Art und Weise des Weiterleitens des Balles. Und jetzt sind sie auch präsenter in den Zweikämpfen. Auch das war signifikant für die zweiten 45 Minuten. Wieder Aydemir. Aydemir. Super, super dieser Aydemir. Ein Aydemir. Da hat er sich durchgesetzt gegen den erst 17-jährigen Lars Günther auf der Außenposition. Und das Unglaubliche passiert hier in Chemnitz. Das wirklich Unglaubliche. Wer hätte wetten mögen nach den 45 Minuten, nach dem 0:2, dass dieses Spiel wahrscheinlich 3:2 ausgehen wird und Chemnitz wieder ein Heimspiel gewinnt, das dritte in dieser Saison. Und das hat er super gemacht. Das hat er toll gemacht. Aydemir.